Mein Name ist Christine Hofer. Ich inszeniere gerade am Theater Krefeld Monty Pythons Spamalot. In diesem Musical geht es eigentlich um den Film Ritter der Kokosnuss, der vielen bekannt sein dürfte. Es ist ganz, ganz liebevoll das Drehbuch geflattert worden von den Monty Python-Mitgliedern. Also mich hat an den Monty Pythons vor allem interessiert, wie sie überhaupt als Spieltruppe zusammengefunden haben. Und zwar war das Ende der 60er Jahre, haben die an den Universitäten zusammen gespielt, eher an ganz kleinen Bühnen so Stand-up-Geschichten gemacht, immer gespickt mit sehr bissigem Humor, auch oft auch politisch und vor allem immer mit sehr viel Anarchie gepaart, was ich sehr, sehr spannend fand. Sie haben sich schnell Perücken aufgesetzt, schnell einen Bart angehangen und dann ging's los. Wann geht's hier wieder mal um mich? Am Anfang lief's doch ordentlich. Seit der Pause bin ich stumm. Ich sitz in der Kantine rum. Natürlich ist es so, dass all unsere Spieler, das ganze Ensemble, das ganze Team, auch die anderen Filme gesehen hat und man kommt gar nicht drum rum. Diese anderen Filme fließen irgendwie auch immer mit ein. Also jeder kennt das berühmte Stimmenverstellen, er war's. So etwas wird natürlich bei uns zitatmäßig auch drin vorkommen.